1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, da sind wir wieder. 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Gestern hatten wir ein Thema, heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, dann meldet euch, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt unter domian@wdr.de. So, es geht los mit Katrin und Katrin ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katrin. Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Und zwar, es geht um mich, um meinen Freund. Und zwar habe ich mehr Spaß an dem Sex mit anderen Männern als mit ihm. Das ist nicht gut, ne? Nö, eigentlich nicht. Nee, das ist wirklich nicht gut. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre. Mhm. War das wir immer? Wir wohnen auch zusammen. Ja, war es immer schon so oder erst in der letzten Zeit? Nee, also es hat ungefähr so nach einem halben Jahr angefangen. Also schon? Ja. Auch nicht gut. Auch nicht gut. Ich schließe daraus, und dass ich habe mit anderen Männern mehr Spaß am Sex als mit meinem Freund, dass du fremd gehst. Ja. Ich schließe daraus, dass du sogar heftig fremd gehst. Ja. Sagt sie. Aber irgendwie, ich habe kein richtig schlechtes Gewissen. Ich will wissen, wie tief du im Sumpf drin steckst, im Morast. Wie oft gehst du fremd? Wie oft bist du schon fremd gegangen? Also jetzt in unseren 2 Jahren, glaube ich, ja, 7 Mal. 7 Mal? Ja. Immer mit anderen? Ja. Immer die schnelle Nummer? Naja, nein, keine schnelle Nummer. Nee, aber so ein One-Night-Ding, also nicht, ja, genau. Keinen längeren, ja, Kontakt zu den Männern. Nein. Keine Liebesverliebtheiten, nein, sondern reine Sexgeschichte. Genau. Dein Freund weiß das? Nein. Warum ist es denn mit deinem Freund nicht so schön wie mit den anderen? Ich weiß nicht. Am Anfang war alles prickelnd und irgendwie dann so danach habe ich die Lust verloren. Und warum hast du die Lust verloren? Das weiß man. Komm, streng dich an. Doch, irgendwie kann man sagen. Irgendwie findest du ihn nicht attraktiv? Kann sein. Er ist schon 33. Oh, so alt. Wow. Das ist ja schon scheintot. Ja, aber wir kommen so eigentlich ganz gut klar. Und er ist auch ein total lieber Mensch. Wie gefällt er dir denn äußerlich, wenn er so nackt vor dir steht? Jein, es geht. Was gefällt dir denn nicht an ihm? Er ist ein bisschen nicht so ganz schlank halt. Ah ja, er ist also ein bisschen dick. Ja. Er hat einen kleinen Bauch. Ja. Einen kleinen, etwas großen Bauch. Naja, es geht. Es ist nicht allzu viel, aber es gibt halt Männer, die mir besser gefallen als er. Mhm. Ja. Wie ist das denn so zwischen euch? Ist das sonst sehr gut oder eigentlich auch nur okay? Schon. Eigentlich ganz normal. Wir streiten uns auch mal und so, aber sonst, das Leben ist so eigentlich ganz wunderbar. Das Leben geht so seinen Gang, sagen wir es so. Ja. Ihr könntet jetzt auch schon ein uraltes Ehepaar sein. Ja, mhm, doch schon eigentlich. So erzählen die Leute mir, dass die vielleicht 30 Jahre verheiratet sind und sagen, naja, es läuft halt so. Im Bett, ja, ist es nicht mehr die Kanone, aber es läuft so. Ja, wir ergänzen uns schon ganz gut. Ja, aber ist es denn ein Typ, wo du sagst, Mensch, okay, der ist jetzt äußerlich nicht so der Knaller für mich, aber eigentlich ist das vom Charakter her, von den Eigenschaften her, ist es ein ganz toller Mann. Würdest du das so ja, ausdrücken? Auf jeden Fall. Ich kann mir keinen besseren Freund vorstellen. Ah ja. Ja, das hat schon Gewicht jetzt, wenn du das sagst. Ja. Es ist ein ganz toller Mann. Auch. Es ist ein großes Vertrauensverhältnis zu ihm. Ja. Ja, nicht? Doch, doch. Doch. Jetzt muss er das doch mitbekommen, wenn du nicht so einen Spaß am Sex hast, oder? Ja, er merkt auch schon. Und ich sage immer, nee, ich habe keine Lust. Und er denkt sich dann auch schon, oh, du hast Sex mit anderen. Und dann sage ich immer, nein, auf keinen Fall. Also ich lüge ihn dann auch schon an. Er merkt es auch schon, ist gut. Nach 1,5 Jahren muss er es denn ja auch merken. Ja, wir haben ja auch noch Sex, aber halt nicht mehr so oft. Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass ihr auch noch Sex habt. Ist dieser Sex für dich eher so eine Pflichtübung, dass du denkst, naja, okay, ich mach's mal jetzt für ihn, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist? Ja, so ungefähr. Ich meine, ab und zu mal macht es mir auch noch Spaß, aber das ist selten. Mhm. Ich weiß nicht. Also Sex mit anderen Männern, der zieht mich dann irgendwie doch schon an. So. Wenn er dünner wäre, wenn er eine andere Figur hätte,
Könntest du dir vorstellen, dass es dich wieder mehr hinzieht zu ihm? Nee. Auch nicht. Also liegt es doch nicht nur an der Figur. Es liegt auch daran, wie er sich im Bett gibt. Sind die anderen Männer irgendwie vitaler, fantasievoller als dein Freund? Ja, ich weiß ja, was passiert, wenn wir Sex haben. Ich kann es mir dann immer so ungefähr vorstellen, das passiert dann so und so und so. Das heißt, dass es langweilig ist. Dass es wirklich auch eine 0815-Geschichte ist. Ja, eigentlich schon. Dass da keine Neuigkeiten mehr passieren. Ja. Das heißt, wenn dein Freund vielleicht ein bisschen einfallsreicher wäre, und wir denken uns den Bauch auch mal weg. Ging's denn dann? Ich weiß nicht. Ich kenne ja ihn. Ja. Hast du es ihm denn schon mal so gesagt hier? Ein bisschen abnehmen wäre nicht schlecht. Ja, klar. Wir sind beide dran. Das heißt, du hast es auch nötig, oder wie? Ja. Aha. Wer im Glashaus sitzt, ne? Weiß er, aber du hast es noch nicht so richtig mal thematisiert, dass du sexuell nicht so die Lust hast. Nö. Warum nicht? Gab keinen Anlass dazu. Ach, natürlich, es gibt immer Anlass. Jedes Mal, wenn er Sex mit dir haben will oder wenn ihr hattet, ist es Anlass genug für dich eigentlich zu sprechen. Du findest ja den Anlass, mit anderen Männern ins Bett zu steigen, Mensch. Dann solltest du auch den Anlass finden, mit deinem Freund mal zu reden. Irgendwie finde ich das geil, wenn andere Männer mich irgendwie verführen oder wenn ich mit denen was mache. Bei ihm ist das alles irgendwie nicht so toll. Mhm. So, und um dem auf den Grund zu gehen, warum das nicht mehr alles so toll ist, würde ich euch dringend eine Beratung vorschlagen oder raten. Eine Paarberatung. Ein paar Mal, das muss ja nicht so lange sein. Damit ihr einfach mal ein bisschen redet miteinander. Wenn dabei rumkommt, dass da die Luft raus ist, na gut, dann ist das zumindest auch klar. Jetzt haben wir die ganze Zeit erstmal über das Problem gesprochen. Wir haben aber auch noch über den Fehltritt haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Wir haben gerade so ein bisschen drüber gelacht, als wäre es irgendwie so eine Lappalie. Ich finde nicht, dass es eine Lappalie ist. Wenn du 2 Jahre mit deinem Freund zusammen bist und du sagst, das ist ein toller Mann, das ist ein richtig toller Mann, hast du gesagt gerade. Ja, ist er ja. Dann darf man sowas nicht machen, finde ich. Dann darf man das nicht machen. Wenn der das erfahren würde, was meinst du denn, wie der darauf reagieren würde? Er hat es mir schon gesagt, es wäre sofort Schluss. So. Und ja. Wie würdest du reagieren, wenn er es machen würde? Ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich am Boden zerstört. So, und das tust du ihm letztendlich an, was du da gerade machst. Ich finde, du sollst erstmal den anderen Weg gehen. Versuch erstmal alles Mögliche rauszuholen aus der Beziehung. Vielleicht kann man da ja noch was beleben. Ihr müsst aber euren Mund aufmachen und du musst auch deinen Mund aufmachen, deinem Freund gegenüber. Sag ihm doch mal knallhart, dass es dir vielleicht ein bisschen langweilig ist. Denkt euch doch irgendwelche interessanten Sachen aus. Es gibt doch 1000 Varianten beim Sex, die man testen kann. Manchmal hilft das alles nichts, das weiß ich auch. Manchmal gibt es Pärchen, da ist es einfach, geht's nicht. Da kannst du die tollsten Strapse anziehen und das tollste Sexspielzeug kaufen, es funktioniert nicht. Oder das wird gar lächerlich. Aber versuchen kann man ja mal alles. Ja. Wann war der letzte Fehltritt? Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt schon etwas länger, ich glaube im November oder so. Ja, na so lange ist es ja auch noch nicht. Katrin, der Weg ist, kommt ihr beide ins Gespräch? Und wenn ihr beide das nicht alleine schafft, geht mal zu einer Paarberatung, gibt es überall. Kann ich dich gleich auch noch mit einer Adresse oder einer Telefonnummer versorgen? Würde er das machen? Würde er das mitmachen? Ja, ich denke mal schon, ja. So, ein Versuch ist es wert. Wenn es nicht funktioniert, ist es auch okay. Das ist der Weg. Bring deine Beziehung irgendwie in Ordnung, auf welchem Wege auch immer. Aber das ist keine Lösung. Du kannst nicht mit dem Mann zusammenleben, den du liebst und ganz toll findest und permanent irgendwie fremdgehen. Das ist kein Lebenskonzept. Finde ich. Ja, das weiß ich auch. Ja. Bis jetzt hat es ja geklappt. Ja, toll. Irgendwann kommt es raus und für dich ist es ja selbst auch kein gutes Gefühl. Du sagst zwar, du hast kein richtiges, schlechtes Gewissen, aber wenn du es nicht hast, dann solltest du es aber haben. Ja. Dann sage ich dir das aber jetzt hier. Du legst mal auf. Okay. Meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an und gibt dir noch die ein oder andere Telefonnummer. Okay. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Domian@wdr.de, wenn ihr mailen wollt. Nathalie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen, Nathalie. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, was bei mir geht es auch um das Thema Sex. Mann. Aber nicht so wie meine Vorgängerin. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen, und zwar von meinem Freund und von mir selbst. Ich bin sexsüchtig. Sexsüchtig? Eine Nymphomanin? So genannt, ja.
Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Wie oft habt ihr Sex in der Regel? Also jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist ungefähr 3-mal die Woche und dann das ganze Wochenende. Ja. Und ich sag mal so ein Samstag, wenn wir wirklich von morgens bis abends zusammen sind, 4-5 Mal. Und dann muss ich ihn aber mehr oder weniger auch dazu zwingen. Weil der Knabe dann schon erschöpft ist? Bitte? Weil der Knabe dann schon erschöpft ist? Ja. Ja. Und auch mitten im Schlaf fange ich an, den dann so zu befummeln und so, damit der wach wird, damit ich das dann kriegen kann. Und wenn er dann... Er will endlich mal schlafen und dann fummelst du. Genau. Und wenn er dann weiter schläft, dann fummel ich mir an mich selbst herum und auch auf Arbeit muss ich dann mal eben auf Toilette gehen und mal eben schnell was selbst... Also ich befriedige mich selbst mindestens einmal täglich. Ja. Immer. Ja. Ja, und mit meinem Freund habe ich mittlerweile auch schon so eine Krise, weil der kommt sich mittlerweile auch benutzt vor, weil der ist kein Schritt eine Tür drin und ich verführe den schon direkt und... Was sagt er da? Da ist kein Schritt eine Tür drin? Ja, also kein Schritt bei mir in eine Wohnung drin und schon losgehen und nicht erstmal Hallo, wie geht's, sondern erstmal... Hose runter. Genau. Mhm. Und mittlerweile kommt er sich halt, wie schon gesagt, benutzt vor und weiß nicht mehr, wie er damit umgehen soll, weil ich wirklich eigentlich erstmal nur das eine von ihm will und also das andere kann später. Es erwächst daraus wirklich ein ernsthaftes Partnerschaftsproblem. Ja. Ne? Wie ich es jetzt so höre. Ja. War das bei dir immer schon so? Ist das so in den letzten 1, 2, 3 Jahren erst so hochgebrodelt? Ja, so seit 2,5 Jahren ist das ungefähr. Da dachte ich auch erst, das wäre irgendwie so eine Phase, weil jeder hat immer irgendwie das mal am Tag öfter macht. Und ja, irgendwie hält das jetzt schon seit 2,5 Jahren an. Und wenn ich auch mit meiner besten Freundin darüber quatsch, bei der ist das nicht so. Die macht das halt auch ab und zu mal, weil die meint auch schon, das wäre irgendwie nicht mehr normal, dass ich wirklich jeden Tag selbst dran muss. Und dann auch noch mit meinem Freund und den... ich nicht dann in Ruhe lassen kann, sondern... Ich glaube, dass man das auch schon sagen kann, dass das nicht normal ist. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ja. Und du selbst weißt nicht, woher es kommt. Das ist einfach in dir drin, ne? So habe ich es verstanden. Mhm. Es ist ein Drang und da kann man ja auch schlecht gegen, also so mit dem Kopf gegen angehen, ne? Ja. Ja. Wie ist das denn jetzt mit dem Freund? Ist es so ernst, dass er schon gesagt hat, hier, ich habe keinen Bock mehr? Oder? Ich habe keinen Bock mehr, das jetzt nicht, aber... Oder ist es kurz davor, dass er das vielleicht sagen könnte? Ich denke mal, das wird passieren, weil er sagt mir auch ständig, dann weist er mich auch zurück dann, wenn er kommt und sagt, ja, sollen wir nicht mal uns erstmal unterhalten, bevor er wieder was haben will. Womit er ja recht hat, ne? Ja, mir tut das ja auch irgendwo leid, aber das ist irgendwie so mein Drang, den ich habe. Ja. Und der kommt sich halt so dermaßen benutzt vor, was ich ja irgendwo auch verstehe, aber... Ich kann dann einfach nicht anders. Ich muss es dann machen. Mhm. So, das ist natürlich eine Problematik, die wirklich schwer wiegt, finde ich. Ich weiß nicht, woher Sexsucht kommt. So wie, es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu erklären, wie jede Sucht nicht einfach zu erklären ist. Mhm. Die Gefahr besteht natürlich wirklich, dass dein ganzes Leben oder wichtige Teile ins Leben, so jetzt zum Beispiel deine Beziehung, daran Schaden nimmt oder eventuell sogar kaputt geht. Das heißt, es muss irgendwas unternommen werden. Ja, also dazu muss ich aber sagen, also zum Beispiel Thema Treue, ich bin treu. Also wenn ich dann abends mal mit ein paar Freundinnen weggehe oder so, dann kommt kein anderer dran. Das ist dann wirklich nur mit meinem Freund so oder halt mit mir selbst. Gut, das finde ich auch gut. Das kannst du ja auch steuern noch. Ja, ne? Das kannst du ja steuern. Das finde ich auch gut. Aber du kannst ja nicht steuern, zumindest im gegenwärtigen Stadion nicht, wie du empfindest, ne? Und was du gerne machen möchtest und welche Lust du hast und welche Gier du hast. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, da muss ein Fachmann dran. Ich glaube, das Allerbeste wäre, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehen würdest. Mhm. Weil ich schon denke, dass das komplizierter ist und man das nicht so husch husch mal in einem kurzen Gespräch in eine Richtung beraten kann. Ja. Für dich ist es ein Problem, du hast es jetzt so dargestellt. Ist es eigentlich so, dass es dich auch schon nervt? Ja, klar. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich arbeite im stressigen Job, also in einer Arztpraxis, wo immer wirklich viel los ist und ja, mittendrin, mitten in der Sprechstunde, Wartezimmer ist voll, muss ich erstmal auf Toilette gehen und dann kommt es einfach und das nervt mich natürlich auch, wenn ich da mal eben kurz für 5 Minuten verschwunden bin. Mhm. Da ist der Drang so groß, dass du gar nicht weiter normal arbeiten kannst. Nein, da muss dann erstmal was gemacht werden. Ja. Ja, ich weiß dann auch wie, dass es dann halt schnell geht, aber es muss halt sein. Ja, gut. Also,
Das ist ein Grund, und der gewichtige Grund ist für mich auch, dass die Beziehung auf der Kippe steht oder eventuell auf der Kippe stehen könnte, wenn das so weitergeht. Ich würde sagen, dass du zu einer Sexualberatung gehst oder dich zumindest in dieser Richtung beraten lässt. Dazu werde ich dich jetzt weiterleiten an meine Psychologin. Ja. Das heißt, du legst auf und Claudia, heißt die Psychologin, ruft dich an und wird dir die entsprechenden Informationen geben. Unternimm aber was. Ich finde auch, dass da Handlungsbedarf Not tut. Finde ich auf jeden Fall. Ich alleine oder wäre auch eventuell eine gute Idee, wenn mein Freund mit mir kommt? Vielleicht auch zusammen, ja, vielleicht auch. Hm? Besprich das gleich mal mit der Claudia. Ich glaube, dass, wenn es um so partnerschaftliche Dinge geht, es auch immer gut ist, wenn der Partner dabei ist und mit einbezogen wird. Ja. Ja, du legst auf, wir rufen zurück. Okay. Tschüss. Gut, danke schön, tschüss. Markus, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß hallo, dich. Hallo Markus. Ja, ich habe ein Problem damals mal gehabt, also es war 1989. Ja. Und das hat sich mittlerweile generalisiert. Muss man jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Ich habe damals mit meiner Freundin einen Autounfall gehabt. Ja. In Holland. Ja. Und wir sind von der Straße abgekommen. Wie das jetzt genau passiert ist, kann ich dir jetzt wirklich nicht mehr sagen. Mhm. Weil ich war da auch nicht mehr ganz nüchtern. Ich bin aber nicht gefahren, um Gottes Willen. Mhm. Und sind dann in den Kanal reingeflogen. Mhm. Es war Sommer und ich bin durch das Seitenfenster rausgekommen. Meine Freundin ist dann durch die Feuerwehr gerettet worden, weil diese Kanäle halt nicht sehr tief sind und hat sich eine Luftblase gebildet hinten. Wie auch immer, ich das war damals eine ganz schnelle Situation und naja. Also ihr seid da mit geringen Beschädigungen davon gekommen? Gab es doch Verletzungen? Nee, es gab keine Verletzung. Okay, wir haben Prellung gehabt und aber ja, das meinte ich jetzt, ja. Mhm. Das ist nebensächlich. Ja. So, das war 1989. Das hast du gerade gesagt, du hast gerade so einen seltsamen Ausdruck. Dieses hat sich generalisiert. Was meinst du damit? Generalisiert heißt damit, dass ich bin mit der Frau nicht mehr zusammen, schon lange nicht mehr. Ja. Und ich habe dadurch eine Paniksituation bekommen, habe Angstzustände bekommen. Durch den Unfall. Durch den Unfall, ja. Verständlicherweise, wenn man das ist ja eine Horrorvorstellung. Man stürzt mit einem Auto ins Wasser. Das ist irgendwie so wie irgendwo eingesperrt zu sein. Furchtbar, furchtbar. Und es brennt oder ja. Ich kann es nicht erklären, aber es ist eine Situation, da hast du Gedanken im Kopf, die kannst du. Lass mich nochmal ganz kurz fragen. Ja. Dieses Fenster, das war schon runtergekurbelt, runtergedreht, als du durch das du rausgeschwommen bist. Es war im Sommer und ich habe da ganz locker auf dem Beifahrersitz gehangen. Und das Fenster war unten? Das Fenster war unten, hab den Arm auch draußen gehabt und... Ich denke, hab mir neulich mal in der Tat darüber Gedanken gemacht, wenn so etwas heutzutage passiert, früher hatte man ja die Autos, wo man drehen konnte. Das ist ja fast nicht mehr der Fall. Heute geht das ja automatisch. Wenn man mit einem Auto in einen Fluss stürzt und die Elektronik aussetzt und man die Fenster nicht aufbekommt, muss das ja die Hölle sein. Okay, aber... Ich meine, das sind ja Sachen, die siehst du heute Abend jede Woche beim Jauch und da werden irgendwelche Tests gemacht und genau. Das wird ja ausgetestet, bis zum geht nicht mehr. Ja. So, das war deine Sache damals 1989. Damals hat man einen Polo gehabt, der hatte keine Elektrik, der hatte keinen ABS, kein nix, also... Also Angstzustände seitdem. Was noch? Reicht das nicht? Ich dachte, du wolltest gerade noch ausholen, das hört sich so an, das würdest du es erzählen. Ja, es hat sich also generalisiert, heißt also ausgeweitet, dass ich dann zuerst Angst gehabt habe, überhaupt wegzufahren, ins Ausland zu fahren. Mit dem Fliegen hat es ganz aufgehört. Ja. Hat das auch irgendwie irgendwas mit Wasser zu tun? Ja, das ist klar. Ich habe letzte Woche angerufen bei euch, da war ja euer Thema Wasser. Genau, genau. Und Wasser ist für mich, also ich kann jetzt nicht mehr baden zum Beispiel. Ach, ja, siehst du, das ist ja schon, das ist ja unglaublich. Baden ist für mich absolut tabu. Duschen, also eine große Menge Wasser über dem Kopf. Seitdem ist das so? Seitdem, damit hat es angefangen eigentlich. Ja, das meine ich ja jetzt. Also seitdem kannst du, das ist ja nun lange her, seit 1989 kannst du nicht mehr baden. Ich habe danach gebadet, aber habe dann immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt einschlafe, in der Badewanne schläft man schon mal öfter ein, wenn man müde ist und so zur Entspannung, dann könntest du ertrinken. Ja, und deshalb meidest du die Badewanne und wenn dann seitdem habe ich nicht mehr gebadet, dann habe ich nur noch geduscht. Ja.
dann habe ich mal geduscht und irgendwann kam dann dieses Gefühl, wenn die Dusche über dem Kopf ist, dass du dieses Gefühl hast, wenn das Wasser so über den Kopf läuft, muss ich auch mal die Luft anhalten, damit das Wasser nicht einatmet. Dann habe ich nicht mehr geduscht. Also zumindest nicht mehr in dem Sinne, dass ich unter der Dusche gestanden habe. Ja. Habe das dann nur noch im Sitzen gemacht. Das heißt, du hast die Dusche in der Hand gehalten und so den rundherum den Körper angesprüht. Ja, richtig, genau. Ja. Ist das so, hält das alles so bis heute an? Wenn das alles wäre, dann wäre ich ja ziemlich glücklich. Ist es nicht alles? Nein, das hat sich ja generalisiert. Das hat sich ja dann darauf generalisiert, dass ich nicht mehr wegfahren konnte. Ich verstehe das Wort mit dem Generalisieren nicht. Das, entschuldige. Die Angst hat sich generalisiert. Die Angst hat sich selbstständig gemacht. Ja, ja. In dem Sinne. Das heißt, die bezieht sich dann auf viele andere Bereiche auch noch. Die bezieht sich manchmal auch darauf, dass ich morgens wach werde und kann das Haus nicht verlassen. Bist du noch berufstätig, Markus? Nein. Das hängt damit zusammen. Das ist ein Resultat daraus, dass ich mittlerweile berentet bin. In relativ jungen Jahren, denke ich mir. Ja, natürlich. Mit 38. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber... Ich bin älter als du. Erheblich älter als du. Aber ich stelle es einfach vor. Es ist einfach ein trauriges Dasein. Wie lebst du im Moment? Du bist Rentner, Frührentner. Bist viel zu Hause? Ich bin viel zu Hause. Hast du eine Partnerin? Nein. Du lebst alleine? Ja. Dadurch haben sich sämtliche Partnerschaften danach, auch langjährige Partnerschaften, zerschlagen. Ja. Nur sind dadurch, durch diesen Schock, den du damals 1989, muss man dir vorstellen, das ist ja so lange her schon, den du da hast erleiden müssen, haben sich so viele Phobien, so viele Angstverzweigungen, sage ich mal, gebildet. Unter welcher leidest du im Moment am meisten? Unter der, dass es damals noch nicht die Möglichkeit gegeben hat, wie es sie heute gibt. Dass man wirklich Konfrontationstherapien macht, dass man sich der Angst entgegenstellt, das gab es damals nicht. Gut, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Aber es müssen ja konkrete Ängste sein, die dich am meisten plagen im Moment. Welche sind das? Dieses manchmal nicht rausgehen können. Ja. Dieses überhaupt nicht arbeiten gehen zu können. Ja. Die damit verbundene Vereinsamung wahrscheinlich auch. Auch. Ja. Ja, sicherlich. Da kommt eins zum anderen. Hast du dich denn immer wieder auch mit Psychologen beschäftigt oder warst du in Kliniken, in Therapien? Ich bin in Kliniken gewesen, ich bin in Therapien gewesen, man hat mich in Kur geschickt und also was heißt jetzt Kur? Also Kur jetzt nicht im Sinne von... Nee, ich verstehe schon. So, schönes Leben machen, sondern es ging um wirkliche Hilfestellung und Therapie. Ich habe Deutschland zum ersten Mal so richtig kennengelernt, seitdem ich diese Krankheit habe. Weil du wirst von der Nordsee bis in Schwarzwald, bis nach Schliersee, du wirst überall hingeschickt. Im Klartext heißt das aber, es hat alles nichts genutzt. Nein, weil die Leute, wo ich da gewesen bin, in den jeweiligen Kliniken, ganz einfach nicht das nachvollziehen konnten, was mich eigentlich betrifft. Ist das so? Du warst doch wahrscheinlich mit Fachleuten zusammen, die sich wirklich sehr mit Angstphobien aller Art beschäftigen. Und die konnten das nicht nachvollziehen? Sie können das nachvollziehen, sicherlich, auf eine gewisse Art und Weise, aber spezifisch konnten sie es nicht. Auf deine Person, auf deinen Fall bezogen nicht? Oder? Nein. So hast du es empfunden zumindest, und das ist dann entscheidend ja auch. Ja, und das machst du wirklich, ich bin wirklich, das längste Mal bin ich 16 Wochen weg gewesen. Da habe ich dann so einigermaßen auf die Reihe gekriegt, den Leuten das klar zu machen, worum es ging, aber dann war es ja schon vorbei. Ja. Aber wenn du dann so 6-7 Wochen irgendwo bist, dann sind noch so viele andere Patienten da und der hat das Problem und der hat das Problem. Du kommst einfach nicht. Wie ist das heute mit dem Wasser? Hast du ist das ein bisschen entspannter oder ist es nach wie vor sehr schwierig für dich, mit Wasser umzugehen? Das ist ein grundlegendes Problem, was ich allerdings nicht mehr als das Problem ansehe, weil ich kann im Sitzen duschen, ich kann mir die Zähne putzen und dieses Geräusch mittlerweile ertragen, wenn das Wasser läuft. Das ist nicht das Problem. Das Problem hat sich viel weiterentwickelt und ist viel schlimmer geworden. Wie gesagt, ich bin berentet und überleg mal, das war 89, jetzt bin ich 38 Jahre alt. So lange zahlt man da auch nicht ein, als dass man von diesem Geld gut lebt. Ja, ich verstehe, das ist schon dramatisch. Da kommt eins zum anderen, wirklich.
Nun hast du so viel ich sag mal, in Anführungszeichen, ich meine das nicht böse oder so, eine Psychotherapie-Karriere schon hinter dir. Hast vieles versucht und es hat alles irgendwie nicht so funktioniert. Und du rufst jetzt hier bei mir an, erzählst das in der Sendung. Verbindest du mit dem Anruf Hoffnungen? Auch ein Ziel oder ein Zweck? Nein, es ist irgendwo auch ein Vorwurf gegen die Medizin. Mhm. Es ist irgendwo ein Verlangen nach Hilfe, natürlich. Dieses Verlangen nach Hilfe wird immer bestehen bleiben. Mhm. Dieses Verlangen nach, wer kann mir helfen, dass es mir irgendwann besser geht. Ja. Aber irgendwo ist es auch ein Vorwurf gegen diese gesamte Schulmedizin, ja, die wirklich nicht darauf einsteigt, was einem wirklich bewegt, ja, worum es wirklich geht. Das ist zu pauschal. Ich drücke jetzt mal eine Hoffnung aus. Du hast ja jetzt deinen Fall, wenn auch wahrscheinlich sehr, sehr grob nur, aber in Ansätzen schildern können. Vielleicht hat uns ja doch jemand zugehört, der doch noch eine Idee hat, was du machen könntest oder wohin du dich wenden könntest. Diese Person würde ich bitten, uns zu mailen. Und ich würde es dir dann gerne weiterreichen. Vielleicht gibt es ja doch noch eine kleine Chance oder einen Anstoß, wo etwas passieren könnte und was du unternehmen könntest, Markus. Allein schon die Tatsache, dass es jemand anderen gibt, dem es genauso widerfahren ist wie mir. Ah ja, wäre schon für dich hilfreich. Ja. Ja. Alleine das und vielleicht auch ein großes Thema ist sicherlich auch bei der Sache, ich bin Mann und habe sicherlich auch meine Bedürfnisse und was jetzt nicht... Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht triebhaft, nein, aber... Ja, natürlich, ist doch völlig normal, dass man vielleicht sich auch noch an der Partnerschaft sich sehen. Eine Partnerschaft, das wäre wirklich sicherlich das, was mir dann sicherlich sehr weiterhelfen würde. Und ich weiß es nicht, vielleicht wird es mir auch nicht weiterhelfen, aber alleine schon... Also ich merke schon, da ist schon eine Sehnsucht nach Kontakt. Ich bin ganz alleine da, ja, im Moment für mich. Also Markus, wenn sich bei uns jemand meldet, du hast mein Wort, wir werden uns ganz schnell mit dir in Verbindung setzen und es weiterreichen, okay? Danke dir, Jürgen. Alles Gute, Markus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt heute auch wieder Stefan Raab geschaut. Und mein super Favorit Maximilian hat es wieder geschafft. Sicher auch dank euch. Einige von euch werden sicher auch für ihn angerufen haben. Und er hat wieder so toll gesungen, dass ich eine Gänsehaut bekam. Und Thomas Anders in der Bewertung sagte, dass er wahrscheinlich nicht nur eine nationale Karriere machen wird, sondern sogar eine internationale Karriere bei der Stimme, bei dem Stimmenvolumen. Also drücken wir ihm die Daumen, dass es weitergeht und dass er vielleicht sogar für uns nach Istanbul fährt. Das wäre natürlich eine scharfe Sache. Björn, 23 Jahre, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Björn. So, ja. Und nun? Wir beide. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sag mal eine Überschrift über dein Thema. Überschrift, ich habe verbotenerweise im Tagebuch meiner Freundin gelesen. Oh, das sollte man nicht tun. Das weiß ich. Mann, wie kann das denn passieren? Das ist doch was ganz Intimes und Persönliches. Ja, also ich muss davor jetzt vielleicht erstmal erzählen, dass wir seit 2 Jahren zusammen sind. Mhm. Beziehung läuft wirklich im letzten halben Jahr super perfekt. Das ist die Frau fürs Leben. Ich bin super glücklich. Ja. Liebe sie über alles. Ja, ich fange am besten heute Morgen an. Ich schlafe momentan bei ihr. Eltern sind im Urlaub. Mhm. Und sie hat das Haus halt morgen halt relativ früh verlassen, weil sie in die Schule musste. Ja. Ich habe Uni, konnte etwas länger schlafen. Ja, dann war ich bei ihr im Zimmer, sie war weg, bin aufgestanden und ich weiß ganz genau, wo ihr Tagebuch ist. Und die Neugier hat mich irgendwie überrumpelt und ich bin an das Tagebuch verbotenerweise gegangen und habe dann... War es Neugier oder war es auch schon irgendeine Skepsis, die dich getrieben hat, irgendwelche Anzeichen in der letzten Zeit, um denen auf den Grund zu gehen? Ja, ich bin eigentlich nicht so der eifersüchtige, misstrauische Freund. Es war eigentlich mehr Neugier, weil ich weiß, dass sie halt so eine Art, das hat sie mir mal gesagt, ja, wie soll ich sagen, relativ kindisch über ihre Ex-Freunde in diesem Tagebuch auch schreibt. Mhm. Und ich wollte einfach mal wissen, aus Neugier, was so über mich da drin steht. So, das Tagebuch lag, ich gehe mal davon aus, nicht offen. Nein, es lag nicht offen. Es war schon im Bücherschrank neben dem Schreibtisch. Mhm. Ja, und ich weiß, dass man das absolut nicht tut. Und absolut nicht, ne? Absolut nicht. Ja, wirklich, absolut nicht, finde ich. Das ist Intimsphäre, würde ich nie tun. Ich gehe auch nicht an ihr Handy und... Aber ins Tagebuch guckst du. Irgendwie weiß ich nicht, was mich überkommen hat heute Morgen. Ich habe es gelesen und habe dann halt gesehen, ja, dass über mich nicht so positive Dinge drin standen. Oh.
Obwohl die Beziehung so toll läuft. Dieser Katalog von Ex-Freunden drin, sondern auch so aktuelle Ereignisse. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass vor anderthalb Jahren sie mit Freundinnen zusammen auf Mallorca war. Mhm. Da stand dann auch wirklich explizit drin, dass sie halt da fremdgegangen ist. Ich meine, das ist eine lange Zeit her. Vor anderthalb Jahren, da wart ihr mal gerade ein halbes Jahr zusammen. Waren wir frisch zusammen quasi. Mhm. Und da war ich natürlich zunächst geschockt. Dann die nächste Sache war... Du hast aber viel in dem Buch geblättert und viel gelesen, wenn du anderthalb Jahre zurückgegangen bist. Ja, also aktuell sind jetzt so eigentlich in den letzten Monaten keine Eintragungen mehr gewesen. Das war alles schon etwas älter, muss ich dazu sagen. Was kritisiert sie? Also jetzt hast du rausbekommen, dass sie fremdgegangen ist. Was kritisiert sie denn an dir oder an eurer Beziehung? Was gefällt ihr nicht? Sie kritisiert eigentlich, dass ja so einige Sachen halt nicht stimmen, dass ich, keine Ahnung, dass sie sich mit mir nicht sicher ist, obwohl sie mir das gegenüber immer sagt, dass ich ihr ein und alles bin und sie ist sich mit mir nicht sicher. Und sie zweifelt halt, ob sie die Beziehung weiter fortführen soll oder ob sie Schluss machen soll. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das Hauptproblem war nicht dieses eine Mal Fremdgehen im Urlaub, wo ich auch gar nicht, da stand also wild rumgemacht in dem Buch, wo ich jetzt nicht genau weiß, was da genau war. Mhm. Dann kam hinzu, letztes Jahr Ostern war sie zusammen mit Freunden, also sowohl weiblich als auch männlich im Urlaub. Mhm. Ich vertraue ihr, wenn sie mit Schulfreunden zusammen in Urlaub fahren will, okay, ich fahre auch mit Freunden alleine, kein Problem. Ja. So, da war halt ein männlicher Begleiter dabei, wo ich mir auch nie hätte träumen lassen, dass da was wäre. Mhm. Und da stand halt drin, dass sie sich in diesen einen verliebt hat. Mhm. Das war voriges Jahr Ostern. Ja, und ist da noch was draus geworden aus der Verliebtheit? Ja, ich weiß nur, dass sie sich halt regelmäßig auch am Wochenende zusammen weggegangen sind, sich gesehen haben. Ja. Wo ich mir nie was dabei gedacht habe, weil es waren andere Leute dabei und ich vertraue. Ich denke, in einer Beziehung muss man sich gegenseitig vertrauen und ich habe mir nie was dabei gedacht. Und jetzt habe jetzt halt in dem Tagebuch gesehen, dass sie in diesen jeden gibt es. Gibt es noch etwas Explosives, was du entdeckt hast? Nein, das waren eigentlich so das einmal jetzt, Fremdgehen auf jetzt, Mallorca. Jetzt wundert mich total, dass du am Anfang gerade gesagt hast, ja, wir sind 2 Jahre zusammen und das läuft super gut in der letzten Zeit. Ja, da muss ich dazu sagen, eigentlich nicht in den ganzen 2 Jahren, sondern nachdem sie Ostern halt mit den ganzen Leuten im Urlaub war. Ja. Danach, als sie wiederkam, sie hat mir also von dem Urlaub auch immer SMS geschickt, dass sie mich über alles vermisst und sie freut sich so, wenn wir uns wiedersehen, war alles perfekt. Und als sie wiedergekommen ist, dann hat sie gesagt, sie bräuchte eine Pause. Sie wusste nicht, was sie für mich empfindet. Aber du hast gerade gesagt, in der letzten Zeit lief es super gut. Ja, das war dann halt nach Ostern. Dann hat sie halt gesagt, ich weiß nicht, was ich für dich empfinde, ich möchte eine Pause. Ich habe gesagt, ja, ich finde das super ehrlich von dir. Gab es die Pause? Es gab die Pause 3 Wochen lang. Ja, und dann ging es gut weiter. Und dann hat sie gesagt, hör mal, ich möchte dich, ich liebe dich über alles. Ja. Wir wollen die Beziehung führen. Ja. Und jetzt lief es dann wirklich in letzter Zeit nach diesen 3 Wochen Pause, letztes Jahr dann, im Frühjahr war das ja, nach Ostern irgendwann, da lief es dann jetzt wirklich fantastisch. Also offensichtlich aber nicht so ganz fantastisch. Ja, sonst hätte sie nicht in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie sich ihrer nicht sicher ist oder deiner nicht sicher ist. Wie hat sie es eigentlich formuliert? Ist sie nicht sicher, weil sie nicht sicher ist oder ist sie unsicher, weil sie dich nicht richtig einschätzen kann? Nein, also ich muss sagen, sie sagt mir auch immer wieder, ich tue wirklich alles für sie. Ich unterstütze sie, wo es nur geht. Ja. Es ist wirklich sehr harmonisch eigentlich. Also sie ist sich nicht sicher, was deine Person angeht. Im Tagebuch stand drin, dass sie sich nicht sicher ist, ob es halt die Beziehung ist. So, das ist natürlich alles sehr schlimm, wenn man das gelesen hat. Das ist schlimm, was du gemacht hast, aber es ist auch schlimm, was du gelesen hast. Ja, und der Grund, warum ich dich eigentlich anrufe, ist, weil ich einfach mal von jemandem, der vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, wissen möchte, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ob ich ihr sagen soll, hör mal, ich habe verbotenerweise in deinen Tagebüchern gelesen, oder ob ich einfach... weiß ich nicht, so tun soll, als wenn ich es nicht gelesen hätte. Was für mich natürlich auch schwierig ist, weil dieses Vertrauen, was ich ihr entgegengebracht habe, natürlich nie wieder das so wird, wie es mal war. Ich bin ganz sicher, über kurz oder lang, spielen wir beide mal die Variante durch, du sagst nichts und du machst ganz normal weiter. Ja. Jetzt hast du ein Wissen, Wissen ist nicht rückholbar. Du hast ein Wissen, da ist jetzt, du hast was gelesen und das hat dich irritiert. Über kurz oder lang wird es zu immer mehr Spannungen zwischen euch kommen, die begründet sind auch auf den Dingen, die du da gelesen hast, die du mitbekommen hast. Ja, richtig. So. Das sage ich mir auch. Also wird es irgendwie eskalieren. Die andere Variante ist, dass du deinen Fehler bekennst, dass du das gemacht hast. Das siehst du ja auch so, hast du jetzt mehrfach ja auch schon gesagt, dass du das schäbig findest, dass du das gemacht hast, aber du hast es nun mal gemacht. Ja. So.
dann musst du raus und die Wahrheit auf den Tisch legen, indem du bekennst, dass du es getan hast. Aber dann muss sie auch wirklich jetzt Tacheles reden, was los ist, was dahinter steckt, was war es, was sie aktuell empfindet, wie sie empfindet. Ich finde, dass das die beste Methode ist. Das wird eure, es ist vielleicht eine Chance für euch. Vielleicht ist es eine Chance für euch, Björn, jetzt nochmal alles richtig durchzumischen und von Grund auf nochmal neu zu reden. Das kann aber auch die Gefahr sein, dass die Beziehung kaputt ist. Meinst du denn, man kann so Ausrutscher überhaupt verzeihen? Tja. Wenn sie mit dem geschlafen hat? Ja, ich finde schon, dass man auch sowas verzeihen kann. Ja, ich finde schon. Das kommt immer auf die Haltung dessen an, der es getan hat, hinterher. Wie er dazu steht und wie er das selbst einordnet und ob er glaubhaft versichert, dass ihm das leid tut und sich entschuldigt. Also ich finde schon, dass man nicht zu schnell urteilen sollte. Und jemanden, der einem eigentlich sehr wert ist, den schmeißt man auch nicht so schnell weg, auch wenn der mal Scheiße gebaut hat. Ich finde, dass man schon auch verzeihen sollte. Ja, aber ich sag mir einfach, so 2 Jahre... wo ich einfach sage, die Hälfte der Zeit war sie unehrlich. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also das würde mir schwer zu schaffen machen, wenn ich du wäre. Umso dringlicher ist das Reden jetzt miteinander. Ja. Umso dringlicher ist das Reden miteinander. Also du meinst auch, ich soll sie wirklich im Gespräch darauf hinweisen, was ich getan habe? Ja. Ja. Und nicht irgendwie, ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht nochmal in die Wohnung gehe, das Tagebuch aufblätter und meinen Ring, den sie mir geschenkt hat, reinlege, dass sie Bescheid weiß. Ach nee, das ist albern. Das ist zu theatralisch. Mach es nicht. Geh hin, sag, pass auf, ich habe Mist gebaut, ich habe da reingeguckt. Ich schäme mich dafür, bitte verzeih mir, aber wir müssen auch über das reden, was ich da gelesen habe. Und dann seid ihr im Gespräch und dann wird sich zeigen, was sich daraus ergibt. Gut, sie wird mir vielleicht aber nie die hundertprozentige Wahrheit sagen, wie viel da passiert ist. Vielleicht nicht, aber du wirst merken im Gespräch, wie sie drauf ist und wie ehrlich sie ist und wie ehrlich sie es meint. Wenn ihr den Ring da nur reinlegst, das ist wirklich wie in einer Soap irgendwie. Da, irgendwann müsst ihr ja reden. Ihr habt ja 2 Jahre miteinander verbracht. Ja. Das wirft man ja nicht einfach so weg. Das ist richtig. Ja, also rede, so schnell wie möglich. Mhm. Hast du sie heute noch nicht gesehen? Doch, ich habe sie heute gesehen. Dann war das wahrscheinlich auch von deiner Seite aus sehr verspannt alles, ne? Oder? Ja, sie hat mich auch darauf angesprochen, was denn mit mir los sei. Mhm. Und ich wäre ja irgendwie schlecht gelaunt. Mhm. Und ich wollte aber jetzt auch heute, ich muss sagen, das tat mir leid, weil sie schreibt morgen auch eine wichtige Arbeit in der Schule. Ich wollte dann wirklich auch ihr nämlich heute noch den Stress machen vor dieser Arbeit. Okay, das ist ja auch da okay. Da war ich dann wirklich doch wieder zu sozial vielleicht. Kannst du morgen reden, könnt ihr am Wochenende reden, aber redet. Wir reden. Gut, Björn, alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss. Bis dann, tschüss. Und hier ist Renate. Und Renate ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Renate. So, ich rufe eigentlich an zu dem Thema von gestern. Dazu stehe ich. Ja. Ne, so hieß das Thema gestern. Genau. Und wollte eigentlich sagen, ich habe seit 8 Jahren eine Beziehung, also ich bin ja 50, mit einem Freund, meinem Freund, der 22 Jahre jünger ist als ich. So, und ich muss eigentlich sagen, es war teilweise eine sehr harte Zeit, weil, kannst du dir vorstellen, mit deinem ganzen Umfeld. Wegen des Altersunterschiedes, meinst du? Ja. Ja. Na, das ist also hast du Kinder? Hast du Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Wie alt ist der? Der ist 23 jetzt. Ah, ja. Der war damals halt 15. Der hat natürlich geguckt und gesagt, er musste wissen, was du machst. Ich bin selbst nicht davon ausgegangen, dass das so eine tiefe Beziehung wird. Ja. Wir beide nicht. Ja. Sondern wir haben uns getroffen, ja, einfach ein bisschen Spaß haben und dann geht man auseinander. Ja. Da in dieser Richtung waren überhaupt keine Pläne. Ja. Aber wir sind durch die ganzen Ereignisse auch, die wir in dieser Partnerschaft hatten, auch so zusammengewachsen, dass jetzt so der Gedanke einfach so an Trennung, was man ja manchmal denkt, wie geht das mal weiter? Wie hat man einen zwangsläufig, dass der einfach so sich gar nicht mehr so richtig stellt. Wir leben einfach zusammen. Naja, sicher, also wenn ihr 8 Jahre zusammen seid und das 8 Jahre toll läuft, dann stellt sich ja nicht die Frage der Trennung, nur weil die Umwelt die Nase rümpft. Na, hör mal. Nee, das nicht, aber dass man selbst manchmal so denkt, Mensch, wie sieht das aus, wenn ich 60 bin oder so, weißt du? So, aber das ist einfach weg. Also wir verstehen uns so toll. Ja. Und auch so das Gefühl, das wird, also das ist so das, wo ich einfach denke, das ist richtig, Liebe. Ja. So, ich hatte vorher schon eine Beziehung, also 2 Beziehungen. Mein Mann ist früh verstorben. Also 22 Jahre Altersunterschied. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Aber ich denke ja auch immer, wenn man sich sehr liebt, ist es auch egal. Ja. Natürlich ist es egal, was reden wir? Es ist egal, aber es ist für viele eben nicht egal. Na, natürlich, ist mir klar.
also dein Sohn hat damals, hat er sich denn dann nach einer gewissen Zeit schon damit arrangiert oder war das am Anfang schon schwierig? Gab es da so Kriege? Also es war schwierig, es war sowieso schwierig, weil mein Sohn, nachdem sein Vater verstorben ist, eigentlich gegen jeden Partner irgendwo ein bisschen was hatte. Und da war einfach die Eifersucht da. Und dann kam auch noch einer, der gar nicht viel älter ist als er. Ja, und was soll der sagen? Ist doch klar. Also aber es hat sich dann hingebogen mit dem... Es hat sich hingebogen. Mein Sohn wohnt jetzt mittlerweile schon seit längerem für sich. Und jetzt denke ich einfach mal, dass das Verhältnis gut ist. Ja, und so deine Verwandtschaft, wie hat die reagiert? Also, muss ich dir einfach erzählen, meine Eltern hatten sowas geahnt, hatten erst gedacht, dass mein Sohn mit meinem Freund halt ein Verhältnis hat, dass die irgendwie was zusammen haben. So ganz komische Sachen. Weit gefehlt, ne? Weit gefehlt, denn dann haben die sich gewundert, dass der plötzlich immer hier schlief und immer hier war. Ja. Und dann hatte ich das meinen Eltern erzählt, also mein Vater stand da überhaupt nicht hinter. Ja. Und der ist leider also auch dann verstorben vor 7 Jahren und wir haben das nie richtig klären können. Ja. Und die Mutter? Und meine Mutter hat sich dann also irgendwann damit gut auseinandergesetzt, weil sie auch Zuspruch bekommen hat. Ja. Aber wir hatten ganz am Anfang, dann waren wir mal, meine Eltern wohnen auch auf so einem kleinen Dorf und dann war sie mit einer Bekannten unterwegs und dann war ich mit meinem Freundin da. Und dann sagte sie, mochte sie das ja auch nicht sagen, weil im Dorf ja auch so viel geredet wird. Und dann sagte sie, das ist denn ein Austauschschüler. Ach so. Oh, das war natürlich auch... Du Arme. Ja. Und die andere Verwandtschaft, da waren wahrscheinlich dann die Schwiegereltern sind so alt wie du, ne? Vielleicht ja. Ungefähr so. Ja, in meinem Alter. Und das war dann auch erstmal, die Eltern haben dann erstmal geguckt, als das dann so ein bisschen immer so offizieller wurde. Mhm. Ja, und dann kamen die dann eines Tages und mussten sich ja nun die Frau auch angucken, dachten ja auch wundern, was für Verhältnisse der geraten ist, der Sohn. Ja. Ne? Ja, aber wir haben uns eigentlich auf eine gut verstanden und das war auch in Ordnung. Ne? So, dann würde aber ich habe natürlich die ganze Zeit die Ausbildung mitgemacht, die Bundeswehrzeit mitgemacht, Führerschein mitgemacht. Ja. Aber jetzt ist er ja aus dem Gröbsten raus. Na klar. Ne, so kann man sagen. Jetzt ist er, ich rechne es gerade mal durch. Wie alt ist er? 28. Hm. Du bist 50. Ich bin 50. Ja. Dazu stehst du. Ja. Also gut so. Und er hoffentlich auch. Ja, also da gab es nie Probleme. Also wenn wir jetzt so durch die Stadt gegangen sind, er hat mich immer zu mir gestanden, immer mich in den Arm genommen. Oder wie ist das denn so abgewesen? Gehst du mit ihm auch noch so in die Szene aus Disco? Ja, das machst du. Ja, klar. Also eine jung gebliebene 50er drin, ja, die sich gut aufbläht. Du hörst jetzt meine Stimme, die hört sich so an, als wäre ich so eine Matrone, das weiß ich voll. Das kenne ich, weil ich auch am Telefon arbeite. Und dann denke ich mal, die Leute, die denken sich immer, da kommt so eine mollige Tante rein. Im Grunde bin ich eigentlich so klein und sehr so, natürlich nicht, aber schlank und so eigentlich ganz aufgeschlossen auch. Wann wird geheiratet? Bitte? Wann wird geheiratet? Du, das werden wir, glaube ich, nicht. Weil es ist ja auch eine Sache, du weißt ja, dass ich verwitwet bin, ist auch eine Sache der Versorgung irgendwo. Ja, So, aber also es ist eigentlich noch so, dass zum Beispiel Samstag kriege ich immer mein Frühstück ans Bett, immer einen ganz leckeren Latte Macchiato. Das ist einfach so auch die Gesten. Das heißt, es geht hier nicht so, weil man immer so sagt, ja, die hält sich so ein Gigolo oder so. Ja. Das ist es eigentlich gar nicht. Ja. Sondern einfach so diese kleinen Gesten. Und nach 8 Jahren ist das doch toll, wenn das immer noch so ist. Ja, klar. Also, das war Renate, 50 Jahre alt, hat einen Freund, einen Lover, der ist 28 und schon seit 8 Jahren sind die beiden zusammen und Renate sagt, dazu stehe ich, das ist meine Liebe, mein Leben und das finde ich auch wunderbar und genau richtig. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel tolle Zeit und viel Glück euch beiden. Danke, Jürgen. Tschüss, Renate. Tschüss. Tschüss. Und Anna, 55, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anna. Ja, ich habe ein Problem, bin zwar jetzt ein bisschen aufgeregt, aber... Ja. Aus Angst verliere ich meine Sexualität, obwohl ich eine 31-jährige glückliche Ehe führe. Aus Angst? Aus Angst. Und zwar, ich habe eine ganz seltene Erkrankung. Was heißt, sie ist nicht selten, nur die Dunkelziffer ist sehr hoch. Ja. Ich habe einen Geschlechtskopfschmerz. Ein was? Geschlechtskopfschmerz. Ein Geschlechtskopfschmerz? Ja, was ist das? Genau. Und zwar, ich hatte das schon so 2-3 Jahre und... bin dann durch einen Unfall, den ich hatte, hier in einem Klinikum in der Neurologie gewesen. Und wie man dann die Anamnese, nimmt man ja alle Erkrankungen, die Vorerkrankungen auf, die Anamneseaufnahmen,
habe ich das gesagt, was ich für Probleme habe, dass ich kurz bevor ich zum Orgasmus komme, so einen Schmerz kriege, als wenn ich einen Ring um den Kopf habe, mir laufen die Tränen und mein Mann muss sofort aufhören, es geht nicht mehr. Also ich halte es mal fest, bevor du zum Orgasmus kommst, hast du wirklich reale Kopfschmerzen? Das ist so schlimm. Schießt der Schmerz direkt in den Kopf oder er entsteht im Kopf? Der entsteht im Kopf. Und vorher hattest du keine Schmerzen? Ich habe erst einen Schmerz im Ohr und das ist einseitig und dann ist das so stark, dass ich wirklich, ich habe am Anfang gedacht, ich habe einen Schlaganfall, mir ist irgendwas... Noch eine Frage, damit ich es richtig verstehe. Ja. Während des Geschlechtsverkehrs hast du doch noch keine Kopfschmerzen? Nein, das ist, wenn es sich das langsam steigert. Ja. So, und kurz bevor ich komme, ja, ist das so massiv und so schlimm, dass mein Mann Panik kriegt und ich selber auch. Unterdrückst du denn dann den Orgasmus? Ja, wir müssen dann aufhören. Wenn du ihn aber dennoch ausleben würdest, was würde dann das passieren? Das haben wir alles versucht. Was ist wir dann? Wir haben dann eine Zeit, dass ich mich wieder ein bisschen beruhige und dann wieder versucht und dann kommt das genau so wieder. Und wenn du dann den Orgasmus dennoch lebst, ist der Schmerz noch intensiver das im Kopf? Das kann man nicht aushalten. Das kann man nicht aushalten. Das und das ist wirklich aushalten. Eine Erkrankung, die heißt Geschlechtskopfschmerz. Ja. Und zwar hat mir der Arzt, der Neurologe, hat mir gesagt, dass die Dunkelziffer ganz, ganz hoch ist, dass die Leute sich nicht melden. Ach, haben das nur Frauen oder Männer auch? Überwiegend Frauen. Überwiegend Frauen. Überwiegend Frauen. Und man wollte mir Neuroleptika geben. Mhm. Ich selber bin Krankenschwester und habe gesagt, ich bin 55 Jahre, wir haben so lange eine Ehe. Intersexualität ist mir zwar sehr wichtig, aber ich möchte nicht ein Leben lang, weil wir irgendwann mal schlafen, miteinander Neuroleptika einnehmen. Mhm. So, damit war das erst, dann hat man mich gelassen. Und dann ist das so, dass man hier in Münster im Klinikum Migräneforschung macht. Dann hat man mich angerufen und hat gesagt, ob ich nicht noch mal wieder bereit wäre, also mit in der Forschung mitzuarbeiten. Mhm. Und man hat festgestellt, dass das was mit einem vegetativen Blutdruck zu tun hat. Aha. Ja. Wann hat man dieses diagnostiziert bei dir? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt etwa ein Jahr zurück. Ach, erst ein Jahr? Ja. Wie lange plagt dich diese Krankheit schon? So etwa 4-5 Jahre. 4-5 Jahre. Heißt das denn? Am Anfang nicht jedes Mal. Heißt das, dass du jetzt eigentlich in der letzten Zeit gar keinen Geschlechtsverkehr mehr hast? Doch, wir haben Geschlechtsverkehr. Ich möchte meinen Mann auch, ja, ich möchte ihn befriedigen oder so, aber ich möchte dann einfach, dann nehme ich mich zurück, oder so gut wie es geht, dann hören wir einfach vorher auf. Das heißt, du hast seit sehr langer Zeit keinen Orgasmus mehr. Ja, und das macht mich traurig. Ist das auch, wenn du alleine mit dir bist, ist das ganz genauso dann? Oder nur, wenn du mit deinem Mann, ist das auch, wenn du Selbstbefriedigung machst, ist es dann auch so? Das habe ich immer sehr ungern gemacht. Also, ich habe das schon mal versucht, aber komischerweise habe ich nicht da so eine Beziehung zu. Ah ja, na okay. Ne? Zumal ich auch meinen Mann ja sehr jung kennengelernt habe, immer nur diesen einen Partner gehabt habe. Und also wir waren sehr aktiv und wir hatten immer eine sehr glückliche Beziehung. Ja. So, nun bist das du da, fehlt mir einfach. Ja, nun habe ich gerade schon gehört, dass du da wahrscheinlich in sehr guten Händen bist in Münster, in dem Klinikum, mit sehr vielen Fachleuten, die sich da mit dir beschäftigen. Aber man kann dir noch nicht helfen. Nein, so ich habe mich einfach zurückgezogen, weil ich gesagt habe, ich lasse mich nicht mit Tabletten beschießen. Mit dem Blutdruckmittel, das habe ich versucht, aber es ist so, dass ich im normalen Alltag einen sehr niedrigen Blutdruck habe und das nicht durchnehmen kann, dann kippe ich um, dann laufe ich die Wand entlang. Mhm. Ne? Von daher ging das. Das heißt, du hast dich jetzt in der Weise arrangiert, dass du sagst, ich verzichte auf meine richtige Sexualität, habe nur so ein bisschen Sexualität mit meinem Mann, damit er auf seine Kosten kommt. Ist natürlich auch auf die Dauer keine Sache. Ne? Und das ist das, was mich traurig macht. Mhm. Das ist einfach so, ich merke bei mir, dass ich... Vielleicht ist das schon eine Neurose, ich weiß es nicht. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Wenn mein Mann mir Zärtlichkeiten geben will, ich habe dann immer gleich Angst, es geht weiter. Mhm. Und mir weiter, ne? Aber er weiß das ja, ne? Und er nimmt auch Rücksicht. Ja, sehr liebevoll sogar, ne? Und er hat auch gesagt, also wenn das ich verzichte, auch drauf, für uns ist nur wichtig, dass wir im Alter die Zärtlichkeit behalten. Toll, toll. Ne? Das heißt also, es geht kein Druck von ihm aus, keine Erwartungshaltung oder Nein, so etwas. Das geht von mir aus, dass ich mich zurückziehe. Das heißt, du empfindest das obwohl er es gar nicht so gemeint. Genau. Denn du könntest ja eigentlich dich sehr schön darauf einlassen, auf die Zärtlichkeit auch oder auch auf die Erotik, weil ja letztendlich gar nicht von ihm verlangt wird, dass es dann zum wirklichen Geschlechtsverkehr kommt. Aber du kannst es nicht. Das sind meine Ängste. Das sind deine Ängste, das sind deine eigene Falle, die du dir da quasi konstruiert hast. Genau. Ja.
Und was mich aber, darum rufe ich dich an, weil die Ärzte mir gesagt haben, die Dunkelziffer ist so hoch. Und ich möchte einfach gerne, ob sich Leute bei dir melden, die da Erfahrung haben. Sehr interessant. Ja. Hast du denn dich schon mal schlau gemacht, ob es irgendwo in Deutschland eine Selbsthilfegruppe gibt? Nein, das habe ich nicht, muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Gut, das können wir ja als Anlass nehmen, mal dazu aufzurufen, wenn es so etwas gibt. Das heißt wirklich Geschlecht... Das steht auch bei mir in der Akte richtig drin, Geschlechtskopfschmerzen. Geschlechtskopfschmerzen. Ja, ja. So, das ist eine Migräneform. Ja, also wenn das jemand hat, wenn jemand davon betroffen ist, bitte mailt uns, damit wir den Kontakt zu Anna herstellen können und wir euch dann zusammenbringen können. Ja, das wäre für dich eine Hilfe sicherlich, ne? Ja, das wäre mir eine Hilfe. Einfach. Ja. Da gibt es ja auch schon andere Kliniken, die andere Möglichkeiten da haben. Ist ja durchaus möglich. Ja, und da sind natürlich Selbsthilfegruppen wunderbar, weil da kann man sich sehr gut austauschen. Mhm. Ich würde dich gerne auch noch zu meiner Psychologin jetzt weiterleiten, weil wir nämlich auch ausgerüstet sind mit einem Riesenarchiv, wo, wann, wie, welche Selbsthilfegruppen aktiv sind. Die Claudia wird mal nachgucken, ob es vielleicht doch irgendwo eine gibt. Dann wärst du schon mal direkt ein Stück weiter. Ja, das wäre ganz nett. Also das glaube ich, wenn ich das abschließend noch sagen darf, fände ich auch sehr gut für dich, dass du mit Gleichgesinnten zusammenkommst, dass man einen Erfahrungsaustausch machen kann. Ja, weißt du, das macht mich unheimlich traurig. Ich möchte einfach das erleben, weil das immer in meinem ganzen Leben sehr schön war, diese Sexualität. Und habe auch das Bedürfnis und kann das nicht. Habe Angst davor. Aber lass mich noch was sagen. Wenn das jetzt mit der Selbsthilfegruppe und den Gleichgesinnten nicht so schnell und so gut klappt, wie wir es eigentlich hoffen, würde ich dich, du bist Krankenschwester, das muss ich hier nicht lange erklären, würde ich dir doch raten, dass du in absehbarer Zeit zu einem Psychologen gehst, zu einer Psychologin. Ja. Damit das, was sich jetzt hier andeutet, sich nicht noch mehr verstärkt und du vielleicht in eine ganz andere Erkrankung noch reinkommst oder dass eure Beziehung, eure Ehe Schaden nimmt, dass du einfach psychologisch so ein bisschen aufgefangen wirst. Dass ein Fachmensch mit dir arbeitet und das einfach einordnet, alles, was los ist. Würde ich dir sehr dringend empfehlen. Alles andere ist okay, aber ich glaube nicht, dass meine Ehe Schaden nimmt. Glaube ich einfach nicht. Überhaupt nicht, weil unsere Ehe ist so stark und mein Mann ist so liebevoll. Ja, aber du sagst ja, ich ziehe mich immer mehr zurück. Ich ziehe mich zurück. Ja. Aber ich glaube, mein Mann wäre eher bereit, auf die ganze Sexualität zu verzichten. Gut, also hoffentlich kommt was rum jetzt, ne? Ja. Vielleicht, dass wir gute Rückmeldung kriegen. Geschlechtskopfschmerzen heißt das, ne? Ja. Gut, so. Anna, du legst auf und die Claudia ruft dich nochmal an und alles, was hier einfließt bei uns, geht weiter an dich. Okay? Das wäre nett. Danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Die Maria ist hier, 60 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Maria. Hallo Miran. Ich möchte einmal mich unterhalten mit dir wegen meinem Schwager. Wegen dem Schwager? Ja. Ja. Was ist los mit dem Schwager? Also, wenn der immer kommt zu Besuch, mit meiner Schwester natürlich, ja. Mhm. Und meine Schwester geht aus dem Raum. Ja. Er versucht mich immer anzumachen, ja. Ach, der eigene Schwager? Ja. Was heißt anmachen? Das geht schon über 5 Jahre so. Über 5 Jahre? Was heißt anmachen? Was mit Worten oder was? Er berührt mich dann so unsittlich, ja. Ach so, auch mit den Händen? Er begrabbelt dich? Ja, begrabst mich mit den Händen, entweder an der Brust oder geht er mir an den Po oder so. Ach. Und wenn ich sage, hör jetzt auf, ich möchte es nicht. Mhm. Er macht einfach weiter oder er macht noch dann die Gäste, ich soll ruhig sein, ne? Dass seine Frau nichts hört. Ne? Dass deine Schwester ist, die deine Schwester ist. Ja, und ich habe gesagt, er wollte mit mir schon mal Sex haben, dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Mhm. Bist du? Er wollte extra kommen, ja. Ja. Bist du alleine? Ja, ich lebe alleine. Du lebst alleine. Mhm. Ich bin schon seit 10 Jahren Witwe und da denke ich, ich bin freiwillig sozusagen, ja. Für den? Für den bist du freiwillig, ja. Ist das wirklich jedes Mal so, wenn das er? Das ist jedes Mal so. Die geht kaum aus dem Raum. Möchte mal auf die Toilette gehen und schon ist er wieder. Und ich versuche auch dann immer etwas anderes selbst wegzugehen, damit er mir nicht so... Um der Situation aus dem Weg zu gehen letztendlich. Ja, ne? Ja. Das ist ja für dich auch eine ganz schwierige Situation. Da ist deine Schwester. Genau. Die würde wahrscheinlich... Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, welche meine Schwester so und so. Ja. Ja, das ist doch egal. Es bleibt in der Familie, so wie man sagt. Ja, sagen sie immer, ne? Die Männer. Also für dich ist das überhaupt gar kein Thema, das zu machen? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Zumal ich eigentlich einen guten Freund habe, ja. Das auch noch. Der lebt aber nicht mit mir zusammen. Ja. So. Wie oft kommen die denn zu Besuch zu dir? Gott sei Dank, also ich freue mich
drüber, wenn meine Schwester kommt. Die kommt nur zweimal im Jahr, weil sie eben in Frankreich wohnt. Ja? Ach so, das geht ja noch. Das heißt, du bist gar nicht so oft mit denen konfrontiert. Nur zweimal im Jahr kommen die. Ja, aber jetzt, dieses Jahr ist schon vermehrt, ja. Ja. Weil wir öfters so größere Feierlichkeiten gehabt haben. Und morgen kommen sie jetzt wieder. Morgen kommen sie? Ja. Das heißt, morgen geht das ganze Theater wieder los? Ja, geht das ganze Theater wieder. Sag mal, Maria, ich habe fast den Eindruck, dass du da nicht resolut genug bist. Dass du nicht heftig und böse genug reagierst. Ja, ich will nicht haben, dass meine Schwester etwas davon mitkriegt. Nein, soll sie auch gar nicht. Ach, du hast Angst, wenn du zu laut sprichst, dass sie es hört, wenn sie gerade auf der Toilette ist oder so. Ja, da habe ich Angst vor. Ja? Gibt es nicht eine Situation, wo du, gab es nicht, muss ich fragen, nicht mal Situationen, wo deine Schwester vielleicht mal irgendwie gerade mal draußen war, wo du ein bisschen hättest lauter werden können? Nee, so, weißt du, meine Wohnung ist nicht so groß, dass man sagen kann. Also, okay, man muss es ja auch nicht mit Brüllen machen. Es reicht ja auch aus, wenn du es entschiedener sagst. Habe ich schon gemacht. Und wenn du ihm sagst, lass die Finger weg, ich sage es der Schwester, seiner Frau. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Doch, das sag ihm. Sag es doch. Ja. Werde richtig ruhig aggressiv auch mit Worten, weil das ist ja eine Unverschämtheit, was er da macht. Ich hab da das ist eine Sauerei und eine Unverschämtheit. Letztes Jahr, wie sie mal da waren, habe ich mal gesagt, bin ich mal auf das Gespräch gekommen, so wie meine Schwester dabei war, habe ich gesagt, was würdest du machen, wenn dein Mann mal fremd ging oder so. Mhm. Dann hat sie sich so ausgedrückt, dann wird er bei mir sofort entweder vor die Tür gesetzt oder ich schneide ihm das Ding ab. So Maria, wenn er morgen dich wieder begrabbelt, ne? Ja. Dann sagst du ihm noch einmal, mein Freund, dann sage ich es der Schwester. Und dann weißt ist du, es das aus. Macht mich so fertig, jedes Mal. Ja, das finde ich auch sehr gemein von ihm. Weil er schon mitbekommen hat, glaube ich, dass du auch ein bisschen ängstlich bist und auch nicht so richtig dich verhalten kannst. Mhm. Schieß dem volle Kanne jetzt gegen den Bug. Mhm. Warne ihn einmal. Und wenn er es dann immer noch nicht macht, dann sag es. Dann hat er es verdient. Wie lange geht das jetzt schon so? 5 Jahre hast du gesagt. Fünf Jahre. Das ist ja eine heftige Zeit, finde ich. Das ist wirklich schlimm. Und das ist auch so eine Missachtung deiner Person, finde ich. Und auch meiner Schwester. Und auch der Schwester gegenüber, genau. Ja. Also, als wärst du so ein Stück Freiwild, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ne? So geht's nicht. Er sieht mich so als Freiwild dann an. Ja. Er wollte auch schon mal unter der Woche kommen so. Und da bin ich vor lauter Angst, bin ich tagsüber überhaupt nicht in meine Wohnung. Mhm. Ja. Nach der Arbeit. Also, morgen sprichst du, wenn er es macht, eine ganz heftige Warnung aus. Mhm. Und sagst, dass du das nur einmal warnst. Mhm. Und wenn er es dann nochmal wagt, dann lässt du alles auffliegen. Okay? Aber ich wüsste dann, dass meine Schwester niemals wieder zu mir käme. Ne? Wenn du es auf... Wenn sowas rauskäme, ja? Aber du hast doch nichts gemacht. Nee, ich habe nichts gemacht. Aber wenn sowas rauskäme, dass er mir so an die Wäsche gehen will, ja? Ja. Die käme niemals mehr zu mir. Warum das nicht? Zu vermeiden, weißt du? Um das zu vermeiden, aber du weißt ja gar nicht, vielleicht wäre sie so sauer auf ihn, dass die vielleicht gar nicht mehr dann zusammen wären. Könnte das sein? Dass sie dann nicht, aber Domian, sie, die ist 3 Jahre gerade jünger als ich, ja? Ja, ja. Und die leben auch schon so lange zusammen, ja? Ja? Ja. Wie auch immer, Maria. Man möchte niemals, dass eine Ehe irgendwie so auseinandergeht. Nee, das möchte man nicht. Aber man möchte als Frau auch nicht so miese behandelt werden, wie der dich behandelt. Genau, ja. So. Es kann ja alles Mögliche passieren, du hast recht. Aber du musst dich auch wehren. Und du hast auch das Recht dazu, dem mal richtig heftig vor die Brust zu hauen mit Worten. Und einfach das nicht so über dich ergehen zu lassen, wie das bisher so war. Ich werde diesmal, wenn er jetzt wieder, dann sage ich halt eben, ich muss es ihr mal sagen, ja? Ja, genau so, ganz genau. Ja. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester? Sehr gutes Verhältnis. Ja. Und ich möchte auch niemals... So, das heißt ja eigentlich, dass du dich eigentlich freust, wenn die Schwester kommt. Ja, ich freue mich, wenn sie kommen. Aber... Wiederum... Genau. ...bin ich so in der Lage, dass ich möchte, dass er überhaupt... Dass sie nicht kommt. Wie lange bleiben die denn dann da, wenn die morgen kommen?
Diesmal bleiben sie da bis zum Sonntagmittag, ja. Aha. Also ist ja schon, man übernachtet dann. Weil wir am Samstag halt eben eine große, in der Verwandtschaft eine große Feierlichkeit. Und die wohnen dann auch bei dir? Die wohnen da, die, ja, bei mir, ja. Ne? Das gibt's ja auch, ja. Ne? Man übernachtet und man schläft. Die übernachten bei mir, ja. Ich weiß nicht. Also Maria, ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Ja. Das finde ich, das solltest du so machen, denn das geht nicht so weiter. Nee, also jedes Mal ist immer dasselbe. Ja. Also dann drücke ich dir die Daumen. Dass, gut, okay. Also entweder, dass er es nicht mehr macht oder dass du den Mut findest, es dann auch so zu sagen. Ja, ich möchte, ja. Ne? Weißt du, immer dem lieben Frieden will man nicht sagen oder so. Mhm. Und gibt nicht nach, sondern ich gehe dann auch weg aus dem Raum. Ja. Und aber das kommt immer wieder und immer wieder. Deswegen muss jetzt mal eine Grenze gezogen werden, definitiv und endgültig. Okay. Alles Gute, alles Liebe, Maria. Vielen Dank, ich wünsche dir auch alles Dankeschön. Gute. Dankeschön, tschüss. Könnte ich ein Autogramm von dir haben? Legst du bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Okay, tschüss. Ja. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen.